Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar soll es heute ein Video geben, nämlich gleich das erste im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Nämlich mein Favoritenvideo. Was habe ich 2019 gekauft und was habe ich für gut befunden? Und es ist eine Sache dabei, die ich für schlecht befunden habe. Da wollte ich eigentlich ein Video dazu drehen, habe ich auch eigentlich, aber ich habe mich dazu entschlossen, es nicht hochzuladen, weil entweder ich zu dämlich dafür bin oder ja, es einfach nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Ansonsten, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Es geht los! Und da habe ich alles reingepackt, was ich so euch zeigen möchte, wo ich sage, das sind meine Favoriten. Das habe ich nachgekauft und benutze es täglich oder wöchentlich sozusagen. Und zwar ist es, fangen wir zuerst mit den Haaren an, sind es die hier. Und zwar von Garnier Fructis Repair Hair Food. Habe ich für absolut gut befunden. Und zwar zeige ich euch aus dem Grund alle beide, weil das hier für meine Haare besser ist und sich viel pflegender anfühlt als das hier, obwohl das auch super ist. Allerdings das hier mehr mein Favorit geworden ist vom Geruch her, weil dieser Geruch wird mir irgendwann zu viel und dieser wird mir irgendwie gar nicht zu viel. Von daher, es wäre cool, wenn es so wäre. Also die Haare pflegen so wie das hier und riechen so wie das hier, wäre perfekt. Ansonsten muss ich ganz einfach sagen, ich habe mir jetzt vorgenommen, halt das immer mal zu wechseln. Mal nehme ich das, damit es mir vom Geruch her halt nicht zu viel wird. Aber ich habe das inzwischen in meinen täglichen Gebrauch mit eingebaut und muss sagen, meine Haare fühlen sich gut an. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie sich generell es besser wird. Also sie brechen nicht ab. Man muss ja dazu sagen, ich tue ja meine Haare blondieren und färben und dadurch tue ich sie ja strapazieren. Das heißt, sie brechen eher und können eher Splits bekommen als Haare, die vielleicht, an denen man gar nichts macht, sagt man jetzt mal so. Deswegen muss ich sagen, die habe ich definitiv letztes Jahr 2019 ausprobiert, für gut befunden und nachgekauft und benutze sie regelmäßig. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie in mein Favoritenvideo gehören. Genau. Als nächstes kommt noch ein Haarprodukt, auch von Garnier, und zwar Wahre Schätze intensiv reparierende Tiefpflegemaske. Die habe ich, weiß ich gar nicht mal, ob das schon 2018 war, wo ich sie das erste Mal probiert habe. Jedenfalls habe ich sie, Entschuldigung, regelmäßig ausprobiert, habe sie nachgekauft und benutze sie auch. Ich benutze die höchstens einmal die Woche, manchmal alle 2 Wochen bloß, weil ich die anderen ja jetzt ständig benutze. Deswegen, aber sie gehört trotzdem zu meinen Favoriten, weil ich sie immer mal wieder benutze, nur halt in weiteren Abständen, da ich ja ständig die andere benutze. Aber trotzdem gehört sie zu meinen Favoriten, weil ich sie immer wieder kaufe und weil sie gut ist. Ja, weil sie gut ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, was ich dieses Jahr 2019 für mich entdeckt habe, immer wieder kaufen werde, mehrfach gekauft habe und sie ständig im Gebrauch ist, ist diese hier. Die von Essence, die You Better Work Time Day Cream. Die benutze ich ständig. Und wenn ich sage ständig, meine ich auch wirklich ständig, denn immer wenn ich mich schön schminke, ich habe sie heute auch drauf, benutze ich sie. Bei besonderen Anlässen suche ich noch die perfekte Foundation, da bin ich aber noch dran. Ich habe jetzt eine neue gekauft, die ich ausprobieren will. Aber zu der greife ich immer wieder zurück. Deswegen absoluter Favorite von 2009. Dann haben wir einmal von Isana straffende Hydrogen Augenpads.
die ich momentan feiere, die mich durch den Dezember gebracht haben, wo ich pausenlos Augenringe gehabt habe, wo ich sehr wenig Zeit hatte, mich zu pflegen. Man kann die Pads drauf machen, kann zwischendurch seinen Haushalt verführen und erledigen. Und sie sehen auch nebenbei, finde ich, hübsch aus. Und sie machen das, was sie tun sollen. Es fühlt sich gut an, sie zu tragen. Und danach ist die Haut schön weich und ja, und sie halten eigentlich das, was sie versprechen, und ich kaufe sie pausenlos nach. Ist ein bisschen kostenspielig, wenn man sie ständig im Gebrauch hat, aber ich finde sie sehr, sehr gut. Und da es die goldenen irgendwie gar nicht mehr so häufig gegeben hat oder ich zu dämlich bin und sie einfach nicht mehr finde, habe ich mich für die entschieden, und die sind super und die haben mich durch das ganze Jahr gebracht, und auch die habe ich 2019 entdeckt. Dann geht es weiter mit einer Maske, und zwar eine Peel-Off-Maske. Die hier. Dazu habe ich auch ein Video gedreht gehabt, wo ich da noch geteilter Meinung darüber gewesen bin. Und inzwischen ist sie im täglichen Gebrauch bei mir gelandet. Ich habe sie mehrfach nachgekauft. Ich habe sie auf Reserve nachgekauft. Also ich habe 4, 5 Stück in meinem Schränkchen, weil erstens sehen sie cool aus. Mir gefällt das. Dieses Schwarz mit den Schimmerpartikeln und alles sowas. Und sie bringt auch wirklich was. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Im ersten Moment fand ich sie nicht so prachtvoll und so gut. Aber jetzt, wo ich sie öfters im Gebrauch habe, muss ich echt sagen, die ist top. Ist für mich ein Top-Favorit von 2019. Mal gucken, wie lange ich sie benutzen werde, bis was Besseres kommt, wo ich sage, das will ich lieber haben. Aber bis jetzt ist das mein Liebling. Muss ich einfach so sagen. Weiter geht es mit einem Favorit, wo es ein bisschen schwierig dieses Jahr war, denn es kam so viel raus. Und wenn ich da immer mal geguckt habe, konnte ich mich eine ganze Zeit lang nicht entscheiden. Es geht um Parfüm. Und zwar um dieses von der Barbara Sophie. Das ist mein Favorit für 2019 gewesen. Denn es kamen mehrere raus. Sie hat ja 4 rausgebracht. Dann hat noch jemand anderes welche rausgebracht und noch jemand. Also irgendwie Parfüm ist ja top Favorit offenbar von einigen Menschen. Nur ich brauche nicht 10 verschiedene Parfüms. Nun war das halt sehr schwierig, weil ich gesagt habe, okay, ich will gerne eins kaufen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Und es waren 2 in der engeren Auswahl, und ich habe mich dann für dieses entschieden. Es riecht sehr fruchtig und frisch, und ich benutze es momentan am häufigsten von den Parfüms, die ich besitze. Vermutlich liegt das daran, weil sie neu sind. Aber das ist definitiv ein Top-Favorit von mir, und es gehört in 2019, weil es 2019 rausgekommen ist. Ich habe es noch nicht nachgekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal nachkaufen werde, denn ich bin da eher so einer, der öfters mal neue Düfte ausprobiert und mal gerne so riecht und mal so. Von daher kann ich mich da nicht auf ein Parfüm festlegen, aber es ist für mich ein Favorit von 2019. Deswegen ist es in diesem Video. Gut, dann kommen wir, bevor. Nö, eigentlich kommen wir noch ein Favorit. Bevor wir das Flop zum Schluss machen, würde ich sagen, ist das hier mein Favorit. Ich habe sie im Dezember erst gekauft, weil eher hatte ich nicht das Geld erst dafür, dann hatte ich keine Zeit, und dann bin ich ständig nicht an sie rangekommen. Ich bin in 3 DMs gerast und habe sie dann tatsächlich über online gekauft, weil sie gab es nirgendwo, leider. Und zwar ist sie momentan mein Top-Favorit. Ich habe sie auch auf den Augen, und ich benutze sie ständig, seitdem ich sie habe. Und das ist relativ selten bei Lidschattenpaletten, dass ich sie wirklich dann ständig im Gebrauch habe. Da ich so viele habe, gibt es auch welche, die ich gekauft habe, die ich dann erstmal ein halbes Jahr überhaupt nie angefasst habe, bis ich dann mal gedacht habe, okay, heute schmiegst du was damit. Deswegen muss ich sagen, ist das für mich ein Favorit von 2019, von den Lidschattenpaletten, die rausgekommen sind, war das die interessanteste für mich.
die ich auch gekauft habe, die ich für gut befunden habe und wo ich mir wünschen würde, dass es diese Duochromes vielleicht sogar einzeln zu kaufen gäbe. Weil ich habe die Befürchtung, dass ich die sogar aufbrauchen könnte. Deswegen gehört es in mein Favoritenvideo. Ich habe jetzt wohlgemerkt die Favoriten weggelassen, die schon 2018 in meinen Favoritenvideos gewesen sind, die ich für gut befunden habe, die ich immer wieder nachkaufe und die ich euch aber 2018 schon gezeigt habe, die habe ich weggelassen. Und da kommen wir jetzt zu meinem letzten Produkt und zwar ist das Flop-Produkt. Es ist in dem Sinne ein Flop-Produkt, weil ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert und ich es versucht habe, nach der Beschreibung zu machen und ich kläglich gescheitert bin. Und zwar rede ich davon. Das sind Wachstrips, um die Augenbrauen zu wachsen und da ringsrum halt das schön glatt zu kriegen und alles und in Form zu bringen. Aber entweder bin ich total talentlos, was das betrifft, denn es ist schon das zweite Produkt, was ich versucht habe auszutesten und ich kläglich gescheitert bin. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Flop-Produkt ist, weil es nicht funktioniert oder ob ich einfach zu dämlich bin. Aber ich bin der Meinung, es hat fast 10 Euro, glaube ich, gekostet und das ist mein Geld nicht wert gewesen, weil ich damit einfach nicht umgehen kann. Entweder weil es nicht funktioniert oder weil ich zu blöd bin, wie gesagt. Deswegen ist das für mich ein Flop-Produkt von 2019, weil ich es ausgetestet habe, nicht damit klarkomme und ja, eigentlich sinnlos Geld ausgegeben habe. Was für mich immer ein bisschen ärgerlich ist, denn ich tue mir immer Geld zurücklegen, um solche Dinge auszutesten und ja. Ein bisschen schade. Die 10 Euro hätte ich woanders einbringen können. Das waren jetzt meine Favoriten 2019 und mein eines Flop-Produkt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was so euer Top-Favorit ist, was ihr 2019 kennengelernt habt, lieben gelernt habt, eventuell sogar nachkaufen würdet. Das würde mich interessieren. Oder ob ihr vielleicht auch schon mal ein Flop-Produkt gekauft habt, wo ihr gesagt habt, oh, das ist ja interessant und alles sowas und dann hat es euch übermäßig enttäuscht. Auch das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn euch das Video ein klein wenig gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich tierisch freuen. Ihr könnt mich übrigens auch abonnieren. Dann verpasst ihr definitiv keine Videos mehr. Vor allen Dingen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Ich freue mich, dass in dem letzten Monat so viele Abonnenten dazugekommen sind. Und es macht mir einfach Spaß und Freude zu sehen, dass andere Menschen genauso Freude an meinen Videos haben wie ich selbst. Von daher danke erstmal dafür und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.